Das Bild der Türkei ist durch ihre Minarette geprägt. Dabei gibt es viele Millionen Moslems in der Türkei, die nicht in Moscheen beten, sondern in eigenen Gebetshäusern. Männer und Frauen gemeinsam und letztere ohne Kopftuch. Sie legen auch den Koran nicht wörtlich aus, gelten als eher säkular und tolerant, die Aleviten. Während die meisten Türken Sunniten sind, gehören die Aleviten zur schiitischen Ausrichtung des Islams und sind doch wiederum ganz anders als die strengen Iraner. Ihre Stellung macht die Aleviten seit Jahrhunderten zu Außenseitern. Verleumdungen paarten sich mit gewaltsamen Übergriffen. Zuletzt kam es vor 15 Jahren zu einem Massenmord mit 37 Toten. Noch immer warten die Aleviten auf Entschuldigung und Entschädigung. Und darauf, eigenen Religionsunterricht abhalten zu dürfen. Peter Althammer über ein verdrängtes Kapitel türkischen Alltags. Istanbul, die Stadt der Minarette und Moscheen. Fast 500 Jahre lang machtvolles Zentrum des Islam, prunkvoller Sitz der osmanischen Kalifen. Auch nach Gründung der türkischen Republik blieb dieser sunnitische Islam, obwohl nun streng vom Staat getrennt, das einigende Band in der kulturell bis zum Zerreißen vielfältigen Türkei. Doch dieses oberflächlich einheitliche Bild vom türkischen Islam ist schlicht falsch. Rund ein Viertel der Türken lebt nämlich beinahe verborgen einen ganz anderen muslimischen Glauben, das Alevitentum. Menschen wie Makbule Cimen, die Witwe eines bekannten Musikers. Ich trenne nicht zwischen Aleviten und Sunniten, erklärt sie. Für mich sind alle Menschen gleich. Mein Mann hat in seinen Gedichten immer gesagt, dass es schlimm ist, wenn man Menschen ausgrenzt. Alevitischer Gottesdienst in einem Cem-Evi, einem Versammlungshaus der Gemeinde. Männer und Frauen beten gemeinsam, es wird musiziert, gesungen, sogar getanzt. Eine ganz andere Stimmung wie in den sunnitischen Moscheen, wo strenge Geschlechtertrennung und ehrfurchtsvolle Unterwerfung das religiöse Leben bestimmen. Der Prediger ruft den Gläubigen ins Gedächtnis, was den Kern ihres alevitischen Bekenntnisses ausmacht. Wir haben einen modernen Glauben, weil wir an das Innere, an die Herzen glauben. Toleranz ist unvergänglich. Der Mensch muss in Liebe und Toleranz sämtliche Existenzen im Universum umarmen können. Gleichberechtigung von Mann und Frau, Humanismus, das Ablehnen einer in äußeren Formen erstarrten Religiosität. Kein Wunder, dass die Aleviten immer wieder von extremen Sunniten verfolgt wurden. Sie stehen den Schiiten nahe, verehren die Reformen Atatürks und sagen, das wichtigste Buch ist der Mensch, wie Hacı Baktaşvili es gelehrt hat. Das führt zu Hass. Es ist der 2. Juli 1993 in der zentralanatolischen Stadt Sivas. Hier soll die Statue eines alevitischen Freiheitskämpfers aus dem 16. Jahrhundert enthüllt werden. Dazu kommt es nicht. Ein aufgehetzter Mob verhindert es. Auch der Schriftsteller Aziz Nesin, Übersetzer der satanischen Verse, wird bedroht. Er ist Gast des alevitischen Kulturfestes. Stundenlang können die Randalierer ungehindert wüten. Am Abend bricht ein regelrechtes Pogrom gegen alevitische Künstler los. Ihr Hotel brennt. Feuerwehr und Polizei sind so gut wie untätig. Die mutmaßlichen Anführer sind nie belangt worden. Es gab keine Entschädigung, nicht einmal eine Entschuldigung. 37 Menschen starben in den Flammen, auch der Mann von Makbule Cimen. Sie selbst kam mit schwersten Verbrennungen davon. Wir haben dort unbeschreibliches Leid erlebt. Mein Mann war ein Volksdichter, er liebte den Frieden und war gegen den Krieg. Sie haben uns dort mit Benzin übergossen und angezündet. Das war eine große Schande für die Türkei. Nesimi Cimen war einer der beliebtesten alevitischen Volkssänger. In diesem populären Lied singt er von Menschlichkeit und Liebe. Die Botschaft, die bei türkischen Islamisten so viel Hass auslöst. Aleviten seien eigentlich gar keine Moslems, wird oft gesagt, und sie seien keine patriotischen Türken. Linke Weltverbesserer, unrealistische Träumer, kurz eine Gefahr für die türkische Nation. Der Sohn von Nesimi Cimen kennt diese Vorwürfe nur zu gut.
Er sieht in einem politischen Alevitentum jedoch keine Bedrohung, sondern eine Chance für die Türkei. Wegen ihrer Zahl, ihres Glaubens und ihrer Organisationsstruktur bilden die Aleviten die einzige Gruppe in der Türkei, die die aktuelle politische Finsternis erhellen kann. Sie können sich sofort organisieren und ihre Zahl ist nicht zu unterschätzen. Der Ruf nach Gleichstellung zu den Sunniten wird lauter. Alevitische Gemeinden suchen mit ihren Forderungen inzwischen auch den Weg in die türkische Öffentlichkeit. Sie sehen sich als Gegengewicht zur konservativen Religiosität des Staatspräsidenten und der Regierung in Ankara. Der alevitische Glaube und unsere Kultur sind gesetzlich nicht anerkannt und abgesichert. Das ist ein Problem. Außerdem wird unsere Kultur seit 1000 Jahren unter dem herrschenden System geleugnet und abgelehnt. Wir können die Diskriminierung regelrecht spüren. Wir können unseren Gottesdienst nicht abhalten. Vor allem in den Schulen müssen wir unseren Glauben verheimlichen. Ein wichtiges Element des alevitischen Gottesdienstes ist dieser gemeinsame Tanz von Männern und Frauen. Er stellt die Verbindung des Menschen zu Himmel und Erde dar. Diese religiösen Traditionen machen es den Aleviten so schwer, ihren Platz in der sunnitisch geprägten türkischen Gesellschaft zu finden. Makbule Cimen schöpft Hoffnung aus dem Feuertod ihres Ehemannes vor 15 Jahren. Wir mussten viele Schläge hinnehmen und haben großes Leid erlebt. Wir glauben nicht, dass wir das wiedererleben werden. Wir glauben an unsere Einheit und unseren Zusammenhalt. Maslum Cimen hat ein Lied für seinen Vater geschrieben. Ich hatte ein Leid, das zu 1000 Leiden wurde, singt er. Meine Tränen wurden zu Flüssen, mein Sommer und Frühling wurde zum Winter. Der Sohn sieht den Tod seines Vaters auch als politischen Auftrag. Wenn sich die alevitischen Gruppen gemeinsam betätigen würden, sagt er, dann hätten sie ein gewaltiges Potenzial bei künftigen Wahlen. Das war der Weltspiegel.